Herzlich willkommen allerseits. Prima, alles scheint zu laufen. Ihr sitzt vor euren Videoplayern wunderbar. Äh, schön, dass ihr alle da seid, wo auch immer ihr gerade sitzt und hier reinschaut. Wir haben eine Stunde Zeit, ähm, um jetzt ein bisschen über Training zu sprechen. Mehr dazu gleich. Aber es wartet ja noch ein Fußballspiel auf uns und zwar Argentinien gegen. Wer war es gleich? Morgen ist gegen Niederlande. Und. Seit die äh, Holländer unserem Rudi Völler ins, äh, in, in die äh, Lockenmatte gespuckt haben, interessiere ich mich für Fußball der Niederlande und ähm, das gibt auf jeden Fall noch einen schönen Fußballabend. Wollen wir mal gucken, was da noch auf uns zukommt. Ich blende euch mal meinen Namen ein. Ich war kurz davor, mich äh, umzubenennen als Prinz Arne der Erste von Südbaden. Ihr habt das ja alle gehört, äh, was wieder los ist. Ich dachte eigentlich erst, das ist ein Witz mit den ganzen Reichsbürgern. Ich meine, hallo, wie bescheuert ist das denn, dass dann tatsächlich ein, ein Prinz als Kopf von der Dianze äh, in einem Schloss wohnt und behauptet, Deutschland würde nicht existieren, zumindest die, dieses Rechtskonstrukt nicht und, und diese ganzen Sachen. Ich habe eigentlich immer gedacht, das sind, die sind nah am Wahnsinn und sind irgendwie geistesgestört. Und jetzt höre ich, dass sie schon so ein Schattenkabinett irgendwie hatten und so eine kleine Armee und in den Startlöchern standen. Und ähm, ja, also ich habe von hier gut lochen. Ich glaube, man kann nicht viel weiter von Berlin weg sein, als wenn man in Freiburg zu Hause ist. Von dem her, seht mir das äh, bitte nach. Ähm, ja, ein Prinz. Ein Prinz, der in einem Schloss wohnt und äh, Deutschland irgendwie ähm, sich unter den Nagel reißen will. Äh, mir kam spontan in Gedanken, äh, so dieser Feudalismus. Ja, ähm, das ist ja sowas von äh, outdated irgendwie, dass man es kaum noch in Worte fassen kann. Also. Ihr wisst ja alle, was Feudalismus ist. Vielleicht machen wir das kurz als Warm-up, bevor wir uns wieder trocken mit Training beschäftigen. Das ist ja die, die Tatsache, dass du praktisch per Geburt höheren Standes bist. Und nicht nur höheren Standes, sondern es ist ja auch ausgestattet mit Anspruch auf Länder und Vermögen und diese ganzen Sachen. Und andere haben diesen Anspruch nicht, weil sie halt anderen Standes sind. Das ist so der Feudalismus. Ne? Und. Äh, das hat schon was zu tun mit unserem Wahrheitsbegriff, wenn man sich da mal so ein kleines bisschen irgendwie reindenkt. Also jetzt einfach mal zu jemanden zu akzeptieren als äh, höheren Standes zu sein, äh, als König zu sein oder Prinzessin sowas. Das ist schon ziemlich abstrakt. Ich will das kurz erklären, was ich damit meine. Vielleicht muss man da, ähm, vielleicht muss man da kurz ausholen. Also ist euch das mal aufgefallen? Es gibt ja von allen möglichen Spezies auf der Welt und Gattungen gibt es ja Varianten. Also es gibt alle möglichen Arten äh Affen oder Fische oder Spinnen oder sonst was, aber es gibt nur eine Menschenart. Und warum ist es so? Vermutlich, weil wir in einem Verdrängungswettbewerb alle anderen, die da früher mal noch waren, irgendwie platt gemacht haben. Und unter anderem die Neandertale, das weiß man ja. Also platt machen heißt jetzt nicht unbedingt, wir haben sie alle irgendwie einzeln abgemurkst, ähm, sondern äh, ja, die haben einfach immer schlechtere Karten gehabt, äh, wenn es darum ging, wer erobert Land oder Jagdgebiete und solche Sachen. Und bevor ich jetzt wieder auf den Prinz komme, aber ich steuere da knallhart drauf zu, kann man sich ja fragen, was konnten eigentlich die Neandertaler schlechter als unsere Urahnen oder positiv formuliert, was konnten unsere Urahnen besser? Und da kommt man relativ schnell auf die Gruppengröße. Ja, wie groß kann eine Gruppe sein? Bei Neandertalern ist es so, dass sie 30 bis 100 Mann war eine Gruppe. Wenn sie größer war, ist sie zerfallen in zwei Hälften. Wieso? Weil das hat praktisch beruht auf ähm, man kennt sich gegenseitig. Ja, also das ist der Bruder von dem und der ist mit dem befreundet und mit der verheiratet und da hat man direkte Beziehungen. Also lasst uns zusammenhalten und äh, die anderen sind die anderen. Und das trägt eben nicht über eine bestimmte Gruppengröße hinaus, weil es um direkte Beziehungen geht. Und äh, unsere Urahnen, der Homo sapiens, konnte das anders. Der konnte das besser. Und hier kommt der Begriff des fiktiven Denkens ins Spiel. Und ihr seht schon, äh, da nähern wir uns wieder dem Prinz Heinrich. Dem 13. ist es, glaube ich. Ist ja auch wieder so eine Pechzahl. Na jedenfalls wo die Verwandtschaftsbeziehungen, ja, und wen wollen wir als Anführer anerkennen, mit wem halten wir zusammen, wen grenzen wir aus, das hat ja ganz handfeste Verwandtschaftsbeziehungen ähm, als Grundlage gehabt. Der Homo sapiens, den wir angehören und hoffentlich alle meine Zuschauerinnen und Zuschauer, äh, konnten eine Sache mehr, und zwar das fiktive Denken, wir konnten uns Sachen ausdenken und als Wahrheiten anerkennen, die gar nicht real waren. Und ähm, um euch dann mal ein Beispiel zu geben, ihr habt euch dort bestimmt schon gefragt, ob Old Shatterhand mit der Schwester von Winnetou was hatte. Und tatsächlich kann man darüber ja mal eine Weile sich unterhalten oder auch mal eine Arbeit schreiben. Und, ähm, oder über den Freiheitsbegriff von Old Shatterhand nachdenken. Ja? Wie hat er die, äh, seinen, seinen Winnetou da gesehen und solche Sachen? Und damit hätten wir gar keine Probleme, weil äh, es ist eine fiktive Person und wir beherrschen fiktives Denken wie jedes andere Denken auch. Anderes Beispiel ist, wo wir fiktive Wirklichkeiten anerkennen. Ähm, worin besteht eigentlich, lieber Zuschauer und liebe Zuschauerin, dein Geldvermögen? Das ist ja eine Zahl auf deinem Konto und diese Zahl... Ist irgendwie gespeichert auf dem Server und du hast keine Ahnung, wo der steht und wer den administriert und das reicht völlig fiktiv, dass diese Zahl da ist und einfach von allen anerkannt wird. Wir glauben da alle an die gleiche Geschichte und das ist eben unsere Befähigung zum fiktiven Denken. Ja oder ähm, lasst uns ähm, VW verklagen. Wen verklagen wir da genau? ja nicht die Personen sondern das fiktive rechtskonstrukt dass vw irgendwie eine juristische person ist sehr kompliziert ja andere ärgern sich rum mit einem fiktiven konstrukt namens ehe was ist das auf dem papier oder was ist eine staatsbürgerschaft ja ihr seht also wir sind um umgeben in unserer kompletten lebenswirklichkeit von fiktiven Konstrukten, die nicht in der Wirklichkeit existieren. Unser ganzer Wohlstand Geld zum Beispiel basiert darauf, ja, dass wir Arbeitsleistungen austauschen können. Ja, du tapezierst meine Wand. Ja, wie bezahle ich dich? Ich gebe dir dafür nicht Klavierstunden, sondern eben Geld. Und ähm dieses fiktive Denken macht natürlich den Menschen manchmal auch Probleme, nachdem es eine riesen Erfolgsstory war. Also wir beispielsweise in Deutschland, wir vereinigen uns hinter dem Grundgesetz als fiktive Idee. Das sind ja nur Buchstaben und ein, ein Werteempfinden. Und das ist aber für uns tragfähig. Ja? Oder ähm, andere ver verbinden sich oder vereinigen sich hinter der Idee, ähm, der Schöpfer des Weltalls hätte sich ihnen offenbart und, und solche Sachen. Ja? Ich will das gar nicht... Ähm, kritisieren, sondern so sind Menschen einfach gebaut. Und das kann auch dann irgendwann mal amok laufen, ähm, dass Menschen das übertreiben. Und ich glaube, dieser Prinz ist so einer. Äh, und der ganze Feudalismus, ja, dass man da einen König anerkennt und dann sagt doch doch, das ist so, so ist die Welt gebaut. Hat man ja früher, war man davon ja überzeugt, das ist einfach ein anderer Stand und so weiter. Ja. Also vielleicht mache ich an der Stelle mal einen Punkt. Aber die Idee... Fiktive Wahrheiten als Realität anzuerkennen, ja, wo alle Religionen dazugehören, aber auch viele unsere Werte und solche Sachen. Ähm, Nationen. Was ist eine Nation? Was rein Abstraktes. Wer gehört da dazu? Äh, wer gehört nicht dazu? Wo hat sie ihre Grenzen? Das ist halt sehr schwierig, äh, alles zu definieren. Ja. Prinz Heinrich, oder wie heißt er, der 13. von irgendwas. Du kriegst die Tür nicht zu. Ich habe wirklich gedacht, äh, kann wohl nicht wahr sein, ja und dann äh, noch so Leute, die, die ja äh, auf, die, auf die wir uns verlassen in unserer Gesellschaft. Überleg mal Richter und äh, Richterinnen, äh, was wir denen anvertrauen, ja also es ist wirklich. Ich komme da so leicht nicht drüber weg, aber bevor ich mich jetzt hier festlabere, äh, will ich noch mal in den Chat reingrüßen und dann fangen wir an. Wie liegen wir in der Zeit? Zehn nach gleich. <laughs> ich habe vergessen, mir ein Wasser hier herzustellen, aber lasst uns mal gucken was ihr geschrieben habt. Also, da werde ich gegrüßt. Von Autobahnüberquerer. Klaus-Tieter Schlegel ist dabei. Schöne Grüße. Frank Göldner, hallo. Daniel Schenke, Max Brun, Annika ist dabei. Grüß dich, Annika. Alles Gute für deine Haxen. Mario ist auch gegrüßt hiermit. Lukas ist dabei. Und er muss mal wieder zum Schwimmen. Ja, dann wollen wir ihm noch Grüße hinterher schicken. Und John Wick ist dabei, Nicole, hallo Nicole, aus Karlsruhe steht hier. Und John Wick bezieht sich nochmal auf den, auf den Prinz. Er sagt, eine, eine Operette, das Ganze, wobei äh, eine, eine Operette ist ja, glaube ich, eine lustige Oper oder so in Kurzform. Ähm, dann, da müssen wir uns nochmal drüber halten, ob es nicht eigentlich auch äh, schrecklich ist oder schlimm oder. Ich weiß noch nicht genau, wie ich dazu stehen soll, John. Autobahnüberquerer sagt, ich finde, das war etwas von einem Bond-Film oder besser eine Komödie auf einem Bond-Film. Adeliger Irrer versucht die Macht als König zu übernehmen und plant das von seinem Jagdschloss aus. Und äh, Max schreibt noch und so weiter. Er bandelt mit der Nicole an, kann ich verstehen. Bin neu im Triathlon unterwegs und aktuell auf der Suche nach einem Verein in der Nähe. Hallo zusammen, schreibt Renato und Peter Weiß ist dabei. Aus Lüdinghausen. Ja, Schwerte ist auch eingeschaltet. Dankeschön für eure zahlreichen Kommentare. Wenn ihr Zeit habt äh, und genug äh, Kraft im rechten Abend, dann könnt ihr mir noch vielleicht so einen Daumen hoch geben, da bei YouTube. Das ist irgendwie nützlich für unsere ganze Sache hier und dann tut ihr mir einen kleinen Gefallen. So, also, was haben wir? Ermüdung. Und jetzt habe ich hier so ein Knöpfchen zu drücken. Ah, das funktioniert. Wunderbar. Thema Ermüdung. Und bevor ich es jetzt zweimal anmoderiere, sage ich einfach mal Film ab. Herzlich willkommen allerseits nochmal. Wir sprechen über das Thema Ermüdung und das ist eigentlich, ähm, was man selten liest oder hört, so in den Blogs, Foren, äh, YouTube oder sonst wo, in Büchern. Es schwimmt, schwingt aber überall ein bisschen mit drin, denn unser eigentliches, Haupttrainingsziel im Ausdauersport, und jetzt habe ich meine Kamera gefunden, ist ja, dass wir versuchen wollen, die Ermüdung ähm, zu vermeiden, in die Zukunft zu verschieben. Ja, also praktisch tot umfallen, aber erst auf dem Zielstrich. Und das ist eigentlich so das große Leitthema vom Training insgesamt. Und drin ist es mal spannend, sich anzugucken, wo kommt Ermüdung her? Ähm, auch das ist keineswegs klar. Ich zeige euch gleich ein paar Konzepte. Aber wir wollen auch wissen, was können wir damit anfangen. Also, ich meine, nützt uns das was, wenn wir das alles jetzt hier wissen? Und die Frage, die Antwort darauf ist so: Ja, es geht so. Also teils, teils ist es ein Spaßthema, einfach so ein paar Hintergründe kennenzulernen. Und teils kann man aber damit auch was anfangen im Training und im Wettkampf und bevor es jetzt zu orakelig wird hier irgendwie, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an und schauen uns mal die drei. Wichtigsten Theoriesäulen an, die es so zur Ermüdung gibt. Das meiste davon habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, aber im Detail ist es dann doch wieder neu und relativ spannend. Also, es gibt drei Bereiche und ähm, ja, äh, das hat man schon mal gehört, alles, oder? Also, klar, wenn sich Laktat anhäuft, was ist damit gemeint? Du rennst los im 400-Meter-Sprinttempo. Und nach 400 Metern taumelst du ins Ziel und man sagt dir dann, Edge, hey, du musst noch eine Runde. Ne? Geht nicht. Warum nicht? Weil zu viel Laktat im Körper ist. Aber wir gucken gleich noch in ein paar Feinheiten an, äh, rein, die uns als Triathleten interessieren. Und das zweite wäre jetzt praktisch so die These von den leeren Energiespeichern. Also Ermüdung heißt, dass unsere Energiespeicher weniger werden. Im Körper und wir deswegen sparsamer mit dem Sprit umgehen und das Ganze bewirkt einfach immer mehr Ermüdung, bis dann irgendwann die Speicher leer sind und man eigentlich nur noch gehen kann. Und da ist viel dran. Ähm Aber die Sache ist komplex. Also, wenn ich sage, es ist viel dran, äh jeder, der bei einer Langdistanz mal gehen musste, der weiß natürlich, was gemeint ist. Ne? Speicher leer aus die Maus. Aber es gibt ja auch andere Formen der Ermüdung, zum Beispiel. Ähm, ein Klavierspieler, der da ganz komplizierte Etüden spielt und sowas. Ein Problem mit Laktat hat er eigentlich nicht. Dafür ist die Anstrengung zu gering. Ein Problem mit Energieverknappung oder auch nicht. Ähm, er schwitzt jetzt auch nicht wie verrückt, dass ihm dann nachher Salz oder Magnesium fehlt oder sowas. Und ja, warum ermüdet der? Und ähm, wie kommt es jetzt zu diesem, wenn man dieser Energiespeicher komplett geleert hat, dass man, wo man fix und fertig ist, auf einmal doch in der Lage ist, nochmal Schrittsprint hinzulegen. Wo kommt die Energie her? Ja, und diese Überlegungen haben dann letztendlich Professor Tim Noakes motiviert, da was über den Central Governor zu sagen. Gucken wir uns gleich noch an, was das für ein Konstrukt ist, aber machen wir es der Vollständigkeit jetzt noch komplex. Also das mit dieser Muskelfunktion als dritte Säule, was ist das? Wir werden es nachher ganz kurz fassen und knapp. Also damit ist jetzt Folgendes gemeint. Der Muskel reagiert ja auf elektrische Impulse aus dem Nervensystem. Also Energie sagt, los, kontrahieren. Das Signal macht sich durch den Nerv auf dem Weg, erreicht den Muskel und da passieren dann so elektrische Sauereien. Und damit der Muskel dann kontrahiert und an dieser elektrochemischen Nahtstelle, da kann was... Undicht werden, ja, also so wie jetzt praktisch da so ein kleiner Kriechstrom oder Kurzschluss erfolgt und solche Sachen. Da werden wir uns ganz kurz fassen, weil das jetzt nur der Vollständigkeit halber ist und uns das im Prinzip als Sportler gar nicht so wahnsinnig viel angeht. Also, das sind die drei Säulen. Hier sind sie und ich würde sagen, nehmen wir mal das, was wir alle am besten kennen, uns mal für den Anfang her und zwar die Anreicherung von Laktat. Ein Thema, das eine ziemlich lange Karriere hinter sich hat, weil man hat früher gedacht, Laktat, das ist was ganz Schlimmes, und hat dann mehr und mehr gemerkt, das sind Irrtümer damit verbunden, die auch die Leistungsdiagnostik ziemlich stark aus den Angeln gehoben haben. Also, was ist damit gemeint? Gucken wir uns mal kurz an, was Laktat macht. Und ich habe da eine Grafik mitgebracht. Wahrscheinlich habt ihr sowas alle schon gesehen. Und ich darf mir jetzt kurz mal das Ding hier ein bisschen herholen. Ich habe hier so eine Steuerung wo ich euch da jetzt gleich so einen kleinen Laserpointer ähm, einblende. Hier ist das Ding. Und hier ist mein Laserpointer. So, hier an dieser Stelle seht ihr. Und jetzt kann ich hier diese auf diese Laktatkurve zeigen. Und das ist praktisch hier auf der X-Achse einfach zunehmende Geschwindigkeit. Wir werden immer schneller, immer schneller, immer schneller. Und dann merken wir, wie der Laktatspiegel am Anfang gar nicht und später dann relativ rasch nach oben geht. Und äh, wir sehen schon, es gibt da irgendwie hier so eine 4-Millimol-Schwelle. Das ist so diese Linie hier. Und da ist, was ist das? Also wenn man diese Grenze erreicht hat, dann ist, sind die Fähigkeiten des Körpers, Laktat auch wieder abzubauen, überschritten. Ja, weil eine Zeit lang macht der Körper ja beides. Er produziert Laktat, gucken wir uns gleich noch an, und er baut an anderer Stelle aber Laktat ab. Und je höher der Laktatspiegel steigt, umso mehr Laktat wird auch abgebaut. Ja? Das heißt, man hat dann eine Zeit lang so ein Gleichgewicht, äh, vielleicht erstmal bei 2 Millimol und dann steigt der Laktatspiegel mit zunehmendem Tempo ein bisschen an, dann ist man so bei 3 Millimol. Aber in gleicher Weise sind auch die Laktatabbauenden Systeme stärker beschäftigt und hauen mehr weg. Und damit ist der Laktatspiegel wieder konstant, jetzt aber auf etwas höherem Niveau. Und wir werden noch mal schneller, kommen wir auf 3,5 Millimol. Und wir haben also mehr anfallendes Laktat, aber die laktatabbauenden Säme räumen auch mehr weg. Und irgendwann erreichen wir eine, eine, eine Grenze, wo dann die Fähigkeit des Körpers, Laktat abzubauen, überschritten wird. Und ab da geht dann der Laktatspiegel schnell nach oben. Und das ist genau das, was man hier sieht. Was man hier sieht, also man sagt oft so, hier ist so diese 4-Millimol-Grenze. Und wenn man die erreicht hat, dann gibt es kein Halten mehr. Das wäre praktisch so ähm, jetzt in der Leichtathletik was, irgendwie so Bahndisziplinen, dann haut dann das Laktat nach oben ab. Aber darunter gibt es einen Bereich, da kann man auf verschiedenen Niveaus den Laktatspiegel konstant halten. Und letztmalig gelingt einem das ungefähr so hier. Und genau dort wäre dann auch unser Wettkampftempo bei. Sprintdistanzen. Also alles, was kürzer als eine Stunde ist. Ja? Also Sprintdistanz muss man schon ziemlich fit sein, dass man so schnell ist. Aber nehmen wir mal einen 10.000 Meter Lauf und da hat man dann einen hohen Laktatspiegel, aber er steigt nicht weiter an. Ja, so weit, so gut. Jetzt haben wir noch eine zweite Linie da zu sehen, nämlich die 2 Millimol mm Grenze und die können wir uns jetzt hier anschauen. Und das ist oftmals so das Ironman-Wettkampftempo. Und ich habe euch jetzt noch so in den verschiedenen Farben hier grün mal gezeigt, dass dieser ganze langsame Bereich hier vom Fettstoffwechsel dominiert wird. Und dann merkt man, aha, mit zunehmendem Laktatspiegel klappt es nicht mehr mit der Fettverbrennung, die wird abgebaut. Das ist sogar sehr empfindlich gegenüber Laktat. Und dann wird nur noch Kohlenhydrate verbrannt, das ist so dieser Bereich. Und das ist auch der Grund, warum man von GA1 und GA2 spricht. Das sind genau hier diese unterschiedlichen beiden Farben. Nämlich praktisch der Fettstoffwechsel dominierte grüne Teil und dann hier so dieser gelbe Bereich, der so vom Kohlenhydratstoffwechsel dominiert ist. Also fassen wir das zusammen bis 2 Millimol Laktat, ungefähr GA1 und dann der ganze Rest bis zur anaeroben Schwelle GA2. Und jetzt werden manche sagen... Ja, so stimmt es nicht, sondern das Ganze ist individuell. Bei manchen ist der Laktatspiegel schon nicht bei 4 Millimol, dass es dann eskaliert, sondern bei manchen schon bei 3 Millimol. Und das stimmt natürlich, die ganze Sache ist individuell und es gibt an die, ich weiß es nicht, ich habe es zuletzt mal gesehen, es gab ungefähr 45 verschiedene Modelle, um das abzubilden und so, aber uns kann das egal sein. Auf jeden Fall gibt es da verschiedene Schwellenwerte und das, das, was das Laktat macht. Okay, also fassen wir mal zusammen, ähm, wenn das Laktat zu viel wird im, im Muskel, dann diese ganzen anaeroben Geschichte und so, dann ist irgendwann Game Over und das kennen wir auch alle irgendwie aus der Schule, so vom 1000 Meter laufen. Alles klar. Jetzt wollen wir mal noch ein ganz kleines bisschen ähm, mehr darüber erfahren, über diesen Mischbereich. Also da, wo Laktat sich tatsächlich jetzt zum ersten Mal anfängt aufzubauen, im Körper das Ganze ein bisschen mehr wird. Das betrifft uns ja als Ausdauersportler, äh, die wir Langdistanzen machen, Mitteldistanzen, Kurzdistanzen. Und da sind wir ja oft in diesem Bereich unterwegs, wo wir zwar einen erhöhten Laktatspiegel haben, aber der, der steigt nicht weiter an. Der bleibt auf etwas höherem Niveau konstant. Und ähm, was ist jetzt damit? Vielleicht können wir da noch ein bisschen was drüber lernen. Und ich habe euch noch eine Grafik mitgebracht dazu. Mal gucken, ob mir das gelingt. Aha, hier so. Also, was man da sehen kann, sind einfach jetzt: ähm, also hier ein, ein, ein Blutgefäß, das habe ich mal hier gemalt, das ist eine Ader und da fließt Blut rein und dieses Blut liefert Sauerstoff hier an diese Muskelzelle. Dieses Viereck ist eine Muskelzelle und kriegt jetzt hier an der Stelle Sauerstoff zugeliefert. Prima, dann kann die ein aeroben Stoffwechsel vollziehen. Was heißt das? Das heißt, diese Zelle kann den Brennstoff, der in dir enthalten ist, das ist ein langes Molekül, Scheibe für Scheibe abspalten und unter Verwendung von Sauerstoff in Energie verwandeln. Wunderbar. Man kann eine Analogie bemühen, wenn du ein Lagerfeuer hast und du schmeißt einfach da Ästchen um Ästchen rein und guckst, dass es das einfach komplett verbrennt. Und das ist einfach sehr effizient. Holz wird komplett aufgebrannt, äh, aufgebraucht und verbrannt. Und genauso ist es auch jetzt hier in der Zelle, die da genug Sauerstoff hat. Warum hat die genug Sauerstoff? Weil sie genau an einem Kapillargefäß sitzt, dieses, dieses Äderchen hier. So, das betrifft diese Zelle. Dahinter liegt eine Zelle, das ist ganz typisch, die hat kein eigenes Kapillargefäß. Diese Zelle hat keine eigene Blutversorgung sondern sie wird praktisch durch einen Membrantransport hier mit Sauerstoff versorgt und hat dadurch weniger Sauerstoff. Und dahinter setzt noch eine Zelle, die hat noch weniger Sauerstoff. Und das ist eine ganz typische Situation, dass eben manche Zellen noch genug Sauerstoff haben und andere weiter entfernt liegende Zellen eben nicht mehr. Und das erklärt, warum ab einer bestimmten Intensität, Mehr und mehr Muskelzellen umklappen in ihrem Stoffwechsel, eben vom rein aeroben Zustand in den anaeroben Zustand. Und da klappt dann praktisch die ganze Muskelzelle um, also in diesen anderen Zustand. Aber wenn wir jetzt das Gewebe als Ganzes sehen, aus vielen Zellen besteht es, dann merken wir natürlich, aha, immer mehr Zellen sind gezwungen, jetzt diesen anaeroben Stoffwechselweg zu gehen. Und dadurch entsteht eine Art Asche, ja, wie wenn wir da jetzt ein Lagerfeuer haben, für das einfach für, ja, am Anfang, da geht da noch, kann man reinpusten und die, die ersten Scheite, die da von der Puste getroffen werden, die brennen wunderbar, aber die entfernter liegenden, die haben weniger Luft und die werden unvollständig verbrennen, bleibt was zurück, da liegen alte Scheite morgen noch im Kamin und da bleiben einfach Rückstände und diese Rückstände habe ich jetzt hier mit diesen H-Plus-Dingern bezeichnet. Und H, das sind Wasserstoffionen, das ist so das Eigentliche, was uns eigentlich interessiert in dem Laktat. Ja, was ist jetzt Laktat genau? Laktat ist ein noch nicht fertig zu Ende verbrannter Brennstoff, sozusagen ein angekokeltes Eichenscheid. Und es konnte nicht zu Ende kokeln, weil der Sauerstoff gefehlt hat. Und dieses Laktat ist eigentlich kein Problem, sondern wenn jetzt dieser nicht verbrannte Brennstoff Laktat in eine andere Zelle gebracht wird, wo noch genug Sauerstoff ist, wird es eben dort verbrannt. Und das wird gemacht. Laktat ist demnach ein Brennstoff. Ähm, also wo wird er verbrannt? Einmal, jetzt kann man sagen, das Laktat aus dieser Zelle hier, das wird jetzt einfach zurückgeschleust hierhin und dahin, da haben wir ja genug Sauerstoff. Es gibt also einen Laktattransport von hier nach da, ist wiederum also ein, ein langsamer Membrantransport, braucht seine Zeit. Ne? Und zum anderen wird Laktat aufgebraucht vom Herzmuskel. Das ist sogar der wichtigste Laktatverbraucher. Aber ihr könnt euch einfach mal merken, dass Laktat ein nicht vollständig verbrannter Energieträger ist und da eigentlich gar nicht so unangenehm für den Körper. Aber das Unangenehme ist, dass als Begleiterscheinung mit dem Laktat eben hier diese fiesen H-Plus-Ionen auftauchen. Die vergiften die Zelle, übersäuern sie. Die habe ich jetzt mal hier hingemalt. Und die sind das eigentliche Problem. So, und jetzt wollen wir uns mal angucken. Hier haben wir so eine zunehmende Intensitätskurve. Und jetzt wollen wir mal wissen, wie reagiert die Atmung. Und ihr seht in diesem Bild, dass wir mit zunehmender Intensität, hier, es wird immer schneller, immer schneller, natürlich auch zunehmend unsere Atmung mobilisieren müssen. Wir atmen immer mehr, immer mehr. Aber auf einmal, obwohl die Geschwindigkeit gleichmäßig zunimmt, nimmt die Atmung überproportional zu. Und das liegt daran, dass wir nämlich zusätzlich zur Energiegewinnung, die uns die ganze Zeit schon Atmung kostet, außerdem noch hier diese Asche sozusagen der Verbrennung dieser h ionen mit abatmen müssen. Ja? Und das merkt man, wenn man Gemütlich vor sich hin joggt oder Rad fährt. Man zieht ein bisschen an, muss man ein bisschen mehr atmen, alles gut, aber auf einmal gibt es einen Punkt, wo man merkt, oh, jetzt wird die Atmung so ein bisschen überproportional mehr. Und das ist der Punkt des ersten Laktatanstiegs. Und wenn wir jetzt mal hier zurückgehen auf mal gucken, ob ich das schaffe hier, auf dieses Bild, dann Wäre das, ja, hier geht es auf einmal so los. Ne? Hier unten ist noch wenig Laktat und auf einmal merken wir, hier ist so im oberen g 1 oh, hier wird die Atmung jetzt tiefer und ihr wisst jetzt, warum. Und hier wird die Atmung nicht nur tiefer, sondern auch schneller, immer schneller, immer schneller. Und hier fängt man auf einmal an, so nach Luft zu schnappen. Da hat man dann so eine unkontrollierte Atmung, da ist man dann also komplett in Nöten. Ne? Und das ist einfach an einem Zus zusätzlich abzuatmenden. H-Plus-Ionen, die eben mit, ja, man atmet jetzt nicht direkt H-Plus aus, sondern das ist noch chemisch ein kleines bisschen mehr dahinter, aber ist ja jetzt wurscht. Okay, also, was haben wir verstanden? Wir haben verstanden, dass Laktat und H-Plus-Ionen existieren und dass wenn wir äh, Laktat aufbauen, dass dann nur manche Muskelzellen davon betroffen sind, die arbeiten aber auch, obwohl der ganze Stoffwechsel eigentlich wunderbar aerob ist, also alles GA1 ist, manche Muskelzellen schon leicht anaerob. Dadurch haben wir einen leichten Laktatanstieg, so in diesem aeroben Bereich. Wir merken das über, über die Atmung. Und wir könnten sogar über die Atmung so ein bisschen unsere Trainingsbereiche festlegen. Ja? Also, Langstreckler wissen das dass ihr Wettkampftempo da ist, wo auf einmal die Atmung irgendwie ein bisschen anzieht, aber es ist noch alles in der Kontrolle. Ne? So. Und wenn man auf einmal anfängt, so nach Luft zu schnappen, dann ist man schon über die äh, aerobe Schwelle, muss man ein kleines bisschen zurückgehen an dem Punkt, wo man hart atmet. Und Wettkämpfer, zum Beispiel Läufer, Halbmarathon oder sowas, die, die finden diesen Punkt sehr fein, dass sie ähm, über ihre Atmung die Intensität steuern. Ne? Es, soll, es wird anstrengend geatmet, es ist hart. Aber es ist noch nicht ähm, katastrophal, dass man merkt, oh, jetzt bin ich over the top, dann geht man wieder ein kleines bisschen zurück. Kennt ihr wahrscheinlich alle. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob ich da vielleicht hier was überspringen kann. Nämlich dürfen wir jetzt voranschreiten, mal zu diesen leeren Energiespeichern, nachdem wir jetzt gerade zu diesem Ermüdungsmechanismus Laktat kennengelernt haben ja, oder nochmal repliziert haben. Also. Leere Energiespeicher, eine Sache, die uns, denke ich, relativ vertraut ist. Gucken wir uns ein paar äh, Sachen nochmal an, um sie hier ins, äh, uns ins Gedächtnis zu rufen. Und zwar habe ich mal hier gemalt, bei ja, so mäßiger Intensität, also 65% VO2max. Was heißt das jetzt? Ähm, VO2max ist so unser, unser 6-Minuten-Maximaltempo, also nicht die anaerobe Schwelle, sondern ein bisschen schneller. Also, das heißt, wir werden jetzt hier bei ja, so im oberen g 1 bereich Ist auch wurscht. Es ist, äh, ist im Prinzip egal. Also, haben wir haben eine gewisse ganz sportliche Intensität jetzt hier gerade an, an der Backe. Und wir stellen fest: Aha, äh, die Leistung, die kommt aus verschiedenen Quellen. Zum einen haben wir hier Kohlehydrate. Das hier sind auch Kohlehydrate aus dem Blutstrom. Aber wir haben sehr viele Kohlehydrate direkt im Muskel gespeichert. Die werden hier benutzt. Was noch? Wir haben Fetttröpfchen im Blut und wir haben Fetttröpfchen direkt in der Muskulatur gespeichert. Und das alles zusammen ist die Energie, die wir anzapfen bei der genannten Intensität. Bis hierher schon recht interessante Angelegenheit, wie ich finde. Denn ähm, man stellt fest, dass ein großer Teil der Energie ist direkt im Muskel gespeichert ist. Ja, also nicht irgendwie in den Fettdepots, sonst wo am Körper oder vielleicht im Magen und wird vom Magen dann über den Blutstrom, das haben wir gesehen, das war so dieser ganz kleine äh, orangefarbene Bereich hier in die Muskula Muskulatur transportiert, sondern der größte Teil dessen, was wir so verbrennen, das ist direkt schon in der Muskulatur gespeichert. Und das ist übrigens sehr unterschiedlich zwischen... Fitten Ausdauersportlern und Ausdauersportlerinnen natürlich und untrainierten Leuten einfach die Menge an Energie, die direkt im Muskel gespeichert ist. Ja, und jetzt lassen wir unseren fiktiven Athleten oder unsere fiktive Athletin mal äh, losrennen und gucken, wie sieht es nach zwei, drei, vier Stunden aus in diesem Stapel? Ändert sich da was? Und genau das wollen wir jetzt mal machen hier und Gucken wir uns mal die Situation an. Das Ganze ist jetzt ein Verlauf. Ich zeige mal kurz die Achsen. Also hier am Start, Stunde 0, ist die Verteilung genau die gleiche wie gerade eben hier. Das ist identisch. Und dann merken wir nach vier Stunden, aha, da werden die im Muskel gespeicherten Kohlenhydrate einfach weniger. Und äh, das gleiche ist das Fett, was im Muskel gespeichert ist. Das nimmt also auch ab. Hier haben wir einen kleineren, eine kleinere Höhe wie am Anfang. Und das kommt jetzt zunehmend über den Blutstrom. Also Fett wird aus dem Bauchfett wunderbar äh, in die Muskeln eingeschleust in Form von Fetttröpfchen. Und das gleiche gilt über Kohlenhydrate, die über den Blutstrom in die Muskulatur kommen. Und das ist schon ein sehr großer Betrag. Hier seht ihr nochmal die Gesamtsumme Kohlenhydrate und Fette. Ihr kennt es wahrscheinlich, ähm, gerade bei sehr langen Ausdauer-Events, dass man am Schluss, und das sieht man ja auch jetzt äh, hier, wenn die Muskeln fast komplett leer sind, ne, dass man da so stark am, am Blutglukosestrom hängt, wie an einem Tropf, du verpasst mal eine Verpflegungsstelle und ähm, bist fünf Minuten später echt in Schwierigkeiten. Mh, das ist ein typisches Erlebnis ne? auf solchen längeren Distanzen. Und ihr seht jetzt, woran das liegt. Also, da wird einfach das, was man an Kohlenhydrate braucht, über das Blut hertransportiert. Und das kommt vom Magen, bisschen auch vom Leberglykogen. Da haben wir noch einen Speicher. Aber Vorsicht, den verwendet auch das Gehirn. Und wenn das Gehirn merkt, Das Gehirn merkt, äh, nachdem es sich ja aus dem Leberglykogen versorgt, oh, da haben wir jetzt, äh, da schalten sich jetzt zu, zusätzliche Verbraucher irgendwie dazu, nämlich große Muskeln. Und die ziehen mir hier den Brennstoff ab, dann macht das Gehirn Schluss. Nee, das Gehirn macht nicht Schluss. Im Gegenteil, das Gehirn macht natürlich weiter, sonst würden wir untergehen. Äh, aber die Muskeln machen Schluss. Und das Gehirn sagt: so bis hier und nicht weiter und ähm, riegelt dich ab. Mehr dazu gleich beim Thema Central Governor. Aber ich finde so diese Grafik hier ganz interessant, wo jetzt so die Energie herkommt. Und das Ganze hat ein paar Haken. Ähm, die bringen uns nachher wieder auf diese Central Governor Theorie. Denn äh, wie ist es jetzt mit dieser, mit dieser, mit dieser Theorie, dass Ermüdung kommt daher, dass der Muskel keine Energie mehr hat, ja, ähm, er muss natürlich immer langsamer machen je weniger kohlenhydrate er hat und er mehr energie aus den fetten braucht weil es einfach die, die fette weniger schnell abgebaut werden können und da pro zeit weniger energie zur verfügung ist aber wenn man sich das mal überlegt jetzt mal leute die halbmarathon gelaufen sind oder marathon oder solche langen sachen ihr kennt es ja alle äh, Du rennst und du strengst dich wirklich an. Du bist auch motiviert. Du willst es wirklich. Also, äh, so Strom ist da. Der Kopf will. Aber es kommt an einem Punkt, da kannst du entweder gar nicht mehr oder fast nicht mehr. Du musst alle deine Energie aufbringen, um nur den nächsten Schritt zu machen ja? oder die nächsten 20 Meter. Und wenn Zuschauer schreien: Los, da vorne, den, den holst du noch. Äh, da denkst du dir, äh, nee, was glaubst du, wie scheißegal mit der da vorne ist? Ich bin froh, wenn ich nicht ins Gebüsch falle, sondern ich brauche jedes bisschen Energie, um einfach den nächsten Schritt zu machen und mehr geht definitiv nicht. Vielleicht muss ich auch ein Stück gehen. Also wirklich empty. Und dann kommt der letzte Kilometer und auf einmal ist das wie weggeblasen. Du rennst auf einmal wie ein junges Reh. Zwar leicht humpeln, wenn man ganz ehrlich ist, aber es ist viel besser als vorher. Und dann stehst du auf dem Zielstrich und kannst ab da kaum noch gehen. Und zwar wirklich nicht. Ja, also äh, das ist ja nicht jetzt irgendwie fake, dass wir danach alle irgendwie rückwärts die Treppen runtergehen oder erstmal äh, liegen müssen, eine Stunde und um die Augen zu haben und solche Sachen. Wie passt es jetzt zu der Hypothese, es liegt an der Energieverknappung der Muskulatur? Ne? Das. Äh, da ist was dran an der These, aber es ist noch nicht die ganze Wahrheit. Und da würden wir mal einfach jetzt voranschreiten zu dem, was, was wir da so am Horizont jetzt schon auf uns wartet: Central Governor Theorie, die aber auch für sich wieder nicht das ganze Bild gibt. Aber ich mache noch einen ganz kleinen Kehr kleinen ein bei einer Ermüdung, die im Gehirn stattfindet, die aber durch den Energiemangel kommt. Und zwar will ich, ist das praktisch, ja, man sagt immer, zerebrale Ermüdung und so. Was ist damit gemeint? Es ist die Ermüdung im Gehirn. Man könnte auch einfach sagen, Müdigkeit im Kopf oder, oder zentrale Ermüdung ist auch, weil praktisch das Gehirn so das zentrale Organ ist ne? zentrale Ermüdung, Gehirn, Nerven um einen Unterschied zu machen, einfach zur Muskulatur. Und also. Jetzt ist so, Müdigkeit wird im Gehirn ja auch ausgelöst durch äh, Botstoffe, wie so vieles andere auch. Ähm, ihr müsst euch ja vorstellen, das Gehirn, das sitzt da schön im Dunkeln in seiner Knochenhülle im Kopf. Und auch wenn wir viele bunte Bilder sehen über den Sehnerv, übrigens die einzige Breitbandverbindung, mit der das Gehirn nach draußen irgendwie angeschlossen ist. Im Gehirn selber bleibt es ja die ganze Zeit stockdunkel. Da kommen ja nur Impulse rein oder mal irgendwie Hormone vorbei oder sowas. Und Müdigkeit wird ausgelöst. Da könnt ihr mal schauen, äh, Serotonin, Tryptophan, das sind so Stoffe, wenn man nicht schlafen kann oder ständig müde ist und solche Sachen. Und da gibt es jetzt einen, einen Mechanismus, der interessant ist, ähm, der Müdigkeit im Gehirn erzeugen kann. Der hat was mit der Muskulatur zu, zu tun. Es geht folgendermaßen. Wenn, das, wenn die Muskeln einfach unheimlich viel Energie anfordern und die Kohlenhydratspeicher sind leer, was macht der Muskel dann? Richtig, er verbrennt Fett. Aber außerdem kann er auch noch Eiweiß verbrennen als Notfallbrennstoff. Und es geht mit verschiedenen Eiweißbausteinen, die da so rumschwirren, in der Muskulatur, in dem Blut, geht es verschieden gut. Und besonders gut ist, Verstoffwechseln einfach als Energie verbrennen lassen sich bestimmte Eiweißbaustoffe, die heißen verzweigt kettige Aminosäuren. Ihr kennt sie wahrscheinlich als BCAAs, ja, branched chained amino acids, verzweigt kettige Aminosäuren, Amino acids BCAAs. Okay. Und eigentlich macht da ja der Körper nichts Gutes, weil wie ihr wahrscheinlich wisst äh, Kohlenhydrate sind Brennstoff, mehr oder weniger sonst gar nichts. Fette sind auch Brennstoff und können noch ein kleines bisschen mehr, aber Eiweiß ist eigentlich Baustoff. Das brauchen wir an allen Ecken und Enden, um Muskulatur aufzubauen, um im Immunkörper aufzubauen, um irgendwelche Botenstoffe aufzubauen und so weiter. Das Zeug wird wirklich gebraucht. Und wenn wir jetzt sagen, nee, wir verfeuern das, wir schieben es alles in den Ofen. Weil der Kerl da oben, der will rennen, ähm, das ist schon hart. Aber diese verzweigkettigen Aminosäuren, die kann der Körper eben als Notfallbrennstoff hernehmen. Und man merkt es das auch, dass dann dieser BCAA-Spiegel im Blutstrom einfach weniger wird. Und dieses weniger werden und das gleichzeitige Vorhandensein von vielen kleinen Fetttröpfchen, ja, Fettverbrennung ist ja hoch, blöderweise. Diese Paarung von Ereignissen macht jetzt den Weg frei für Serotonin, Tryptophan, so dieser, dieser, dieser Unhold, der Müdigkeit erzeugt. Und das wollen wir nicht im Sport. Ne? Also kann man das zusammenfassen: Energiemangel stößt Prozesse an, über das Verbrennen von Eiweißbausteinen und so weiter. Am Schluss macht es im Gehirn müde. Und jetzt. Wie kann man da dagegen arbeiten? Jetzt kann man sagen, okay, also wenn, äh, wenn die B BCAAs jetzt hier irgendwie das Problem sind, dass die den Weg freimachen für so Ermüdungsstoffe im Gehirn, dann lasst uns doch einfach BCAAs aufnehmen. Das kann man ja kaufen. Ich kann in den Laden gehen, kann mir BCAAs kaufen. So kleine Döschen mit Pillen sind einfach in diese Eiweißbausteine drin, oder es gibt auch äh, Energiegels äh, mit BCAAs und solche Sachen. Und man kann Je nachdem, welchen Studien man glaubt, den Effekt davon nachweisen oder auch nicht. Aber ich gehe da jetzt so drauf, drauf ein, weil da letztendlich ein Irrtum mit verbunden ist, äh, was diese BCAAs betrifft. Manche tun ja so, als wären es jetzt das riesen Wunderding. Warum eigentlich werden diese BCAAs jetzt verbrannt? Was war da noch mal der Grund? Richtig Kohlehydratmangel. Also das eigentliche Problem ist Kohlehydratmangel. Und darum wärst du eigentlich gescheiter. Wir würden Kohlehydrate futtern und nicht BCAAs. Und genau das ist der Grund, warum eigentlich diese Branch-Chained-Amino-Assets eigentlich keine große Rolle mehr spielen. Zumindest nicht bei Profis oder Leuten, die sich da jetzt groß mit auseinandersetzen, aber man findet es immer noch in Ratgebern und so. Und darum habe ich gedacht, machen wir da so einen kleinen äh, Einkehrschwung bei diesen BCAAs. Ich habe sie schon genommen. Und fand sie aber, ihr könnt mich totschlagen, aber ich fand sie am Anfang echt cool. Ich dachte, hey, das ist ja irgendwie, irgendwie hat das was. ja äh, Nach kurzer Zeit dann nicht mehr. Und ähm, weiß nicht, wie es euch geht. Ob's, ob's, ob das Placebo-Effekte sind, keine Ahnung. Auf jeden Fall überzeugt mich der äh, Zusammenhang, den ich jetzt gerade genannt habe, eigentlich mehr, dass man nicht sagt, äh, ich nehme jetzt hier in Gels mit Zucker und noch. Eiweiß drin, sondern einfach mehr Zucker, okay? Und das hält diese zentrale Ermüdung ein bisschen auf. Außerdem hilft Koffein, aber das wäre jetzt hier noch mal ein anderes Thema. So, jetzt gehen wir weiter zur Central Governor Theorie. Was habe ich hier? Muskuläre Ermüdung. Und mal weglassen. Andererseits Vielleicht kann man auch was dazu sagen. Ich hätte ja schon gesagt, was damit gemeint ist. Also muskuläre Ermüdung heißt jetzt nicht, der Muskel ist müde, weil er keine Energie mehr hat, weil da keine Substrate mehr drin sind, die man spalten kann. Sondern aus anderen Gründen, und ich hatte ja gemeint, dass da so ähm, elektrische Sachen sich vollziehen, also der Muskel wird gereizt durch einen Nerv und es ist ja ein elektrischer Impuls. Und wie kommt dieser Impuls an? Und da kommt man so auf so eine Kaliumpumpe und solche Sachen so elektrische Sachen und da, was kann man da trotzdem dazu sagen es gibt so eine, so eine Sichtweise die war vor ein paar Jahren noch populär man hört jetzt weniger davon in der Sportwissenschaft dass man gesagt hat Ausdauertraining jetzt beim Radfahren von länger als 4 Stunden 30 bringt nichts weil wenn man noch länger trainiert, werden die Trainingseffekte nicht mehr, aber die nachteiligen Effekte, äh Effekte, nämlich die Ermüdung, wird mehr. Also lass es. Den eigentlichen Benefit, den holt man sich so bis viereinhalb Stunden. Und was ist damit gemeint? Also wie kann man das einsehen? Warum viereinhalb Stunden? Was passiert da? Ja, äh, es ist so, dass man jetzt feststellt damit der, der, der Körper überhaupt sich ähm, anpasst an was. Das ist ja ein Wachstumsprozess. Ne? Also, du ermüdest den Körper, gehst ins Bett, stehst auf, ermüdest ihn wieder, gehst wieder ins Bett und du stößt damit ja körperliche Veränderungen an, die ja Wachstumsprozesse sind. Also, irgendwie muss der Körper wissen, hier an der und der Stelle muss ich Zellen umbauen, da muss was mehr werden oder was anders werden, dass irgendwie wächst da was. Und diese Wachstumsprozesse werden ausgelöst wieder durch Botenstoffe. Bestimmte Hormone, beispielsweise, der könnt ihr mal googeln, da ist so M-Torque ähm, zum Beispiel ein, ein, ein Stoff, ja, und es gibt äh, AMPK und so Zeug. Also eine chemische Substanz, die dem Körper sagt: Hier musst du jetzt mal baumäßig aktiv werden und einen Muskel vergrößern oder äh, umbauen. Und jetzt kann man mit Fug und Recht sagen: äh, Wenn man jetzt trainiert, wird der Spiegel von diesen Botenstoffen, der steigt, aber ab einer Trainingsdauer von 4 Stunden 30 steigt er nicht mehr. Das heißt, du gibst dem Körper das gleiche Signal, ob du jetzt viereinhalb Stunden trainierst oder sechseinhalb Stunden. Ist dasselbe. Es wird die gleiche Menge von diesem Bodenstoff produziert. Okay? Und das ist so der Grund, warum man sagt, länger trainieren nützt nichts. Aber auch das ist wieder nur. Die halbe Wahrheit, denn vielleicht geht es ja nicht nur um jetzt einen bestimmten Botenstoff, den man da untersucht hat, sondern einfach um einen noch, noch einen anderen Prozess, der jetzt hier mit dieser muskulären Ermüdung zu tun hat, mit Reizleitungen, wie dichtet sich da was elektrisch ab, ne? da ist es praktisch in so Isolierschichten und so weiter, dass da Spannungspotenziale voneinander getrennt werden können und so weiter. Ich will es an der Stelle verlassen und es nur als Denkanstoß geben an Leute, die sich da noch ein bisschen weiter reinbohren. Ähm, macht es Sinn, länger als 4 Stunden 30 zu trainieren, ja oder nein? Jetzt nochmal kurz meine, meine eigene Sichtweise dazu und auch was ich im, mit meinen Athleten im Coaching mache. Also, zunächst ist so, bis 4 Stunden 30 ist der Effekt ja ganz klar nachgewiesen. Ne? Also, bis dahin sind wir safe. Was auch nachgewiesen ist, ist die Wochensumme. Also wie viel trainiere ich in Summe? Beispielsweise an zwei Tagen, 4 Stunden 30, ist auch nachgewiesen, bringt auch was. Bringt es was, 5 Stunden 30 zu trainieren oder 6? Muss man ausprobieren. Aber die viele Leute, die am Schluss noch richtig gut sind, auf nach einer langen Tour, die machen das schon ein paar Mal. Und das ist so ein bisschen Try and Error. Und deswegen finde ich, sollte man seinen Schwerpunkt vielleicht jetzt nicht dahin legen, sondern der Schwerpunkt liegt bei 4 Stunden 30. Aber ein paar Mal kann man es machen. Und ich finde, das ist so ein ganz guter Kompromiss. Und ihr könnt ja mal schauen, wie es für euch persönlich ist, ob das irgendwie auch taugt an der Stelle. So, jetzt kommen wir zum Central Governor. Und. Das ist eine sehr interessante Geschichte und wir haben uns auch schon ein paar Mal darüber unterhalten. Und ähm, jetzt können wir uns überlegen, wie wir, wie wir das angehen wollen. Wollen wir es zunächst äh, ein Experiment wagen? Oder zunächst mal erklären, um was es geht, oder soll ich kurz in den Chat gucken? Vielleicht mache ich das schnell. Ähm, ja, es ruhig bei euch. Äh, <laughs> Max hat schon vor einer Weile geschrieben. Ich würde seine langen Läufe wunderbar beschreiben. Ich glaube. Das war so diese Erschöpfungszustände. Ähm, Fred hat sich verabschiedet. Er sagt, er, er hört sich den Rest nach dem Schwimmen an. Sehr schön. Und Bleifrosch sagt, BCAAs verhindern den Tryptophan-Einstrom ins Gehirn. Tryptophan ist der Grund für die zentrale Ermüdung. Wunderbar. So ist das. Und ähm, nicht nur die BCAAs, sondern auch diese Vorhandensein, das Vorhandensein von diesen vielen freien Fettsäuren im Blut. Ja, die müssen auch mit dazu. Also BCAA ist wenig, freie Fettsäuren viel und das können wir manipulieren, indem wir sagen, wir wollen diese freien Fettsäuren da weg haben und das machen wir, indem wir einfach mehr Zucker aufnehmen. Okay, das war so die Antwort darauf. Danke Bleifrosch für die Gelegenheit, hier das nochmal zu präzisieren. Stimmt aber, was du sagst. Und damit kommen wir zum Central Governor. Das Ganze geht auf Professor Tim Noakes, ich meine, der hat äh, lange in Neuseeland ähm, geforscht und publiziert. Leute, das, sowas muss man eigentlich aus dem FF wissen. Das ist so einer der ganz Großen in der, in der Sportwissenschaft. Ähm, und ich weiß es aber im Moment tatsächlich nicht oder äh, weiter noch unter uns. Und so. Also die Sachen, die man so liest, sind eigentlich alles relativ alte Sachen. So und jetzt gehen wir mal da rein. Er sagt, ähm, die Ermüdung ist im Prinzip nichts, was uns so aus Versehen wieder fährt, sondern das ist was, was vom Gehirn aktiv herbeigeführt wird. Ja, es ist eine Leistung des Gehirns. Und was ist damit gemeint? Gibt da eine ganz aufschlussreiche Studie, wie ich finde. Haben wir Folgendes gemacht: Man nimmt Radfahrer und die müssen ein richtig hartes Zeitfahren machen. Und das lässt man sie zweimal absolvieren mit einer ausreichenden Erholung dazwischen. Also lass uns mal sagen, irgendwie 14 Tage dazwischen. Ich habe es nicht ganz genau im Kopf. Aber das Prinzip ist jetzt folgendes: Die radeln einmal bei kühlen Temperaturen so, was wäre für uns kühl? 12, 15 Grad. Und das andere Mal bei heißen Temperaturen 35 Grad. Und es ist natürlich kein Wunder dass sie bei 35 Grad unter der Hitze leiden und langsamer sind. Der interessante Punkt ist aber woanders. Die sind langsamer, diese 35 Grad äh, Gelegenheit da, ne? aber vom ersten Meter weg. Und da sind die ja noch gar nicht äh, erhitzt, dass ja praktisch jetzt schon ihre Körpertemperatur angestiegen wäre oder sowas, sondern äh, die Körperkerntemperatur ist unverändert. Und die Erklärung dafür ist, dass das am Gehirn liegt. Das Gehirn spürt es äh, über seine Sensoren, ja, die petzen praktisch die Außentemperatur nach innen und merken schon, oh, äh, heute ist heiß ähm, und melden das ans Gehirn und das Gehirn regelt einen von Anfang an ein bisschen runter dessen, was heute an Leistungen abrufbar ist, willentlich. Ja. Und ähm, das hat es in sich, wenn man sich das mal überlegt, weil man fragt sich: Okay, also, ähm, was macht das Gehirn da genau und kann man das manipulieren? Können wir das für uns einsetzen? Ja, äh, und stimmt das überhaupt? Ist, das, ist diese Theorie überhaupt richtig? Ähm, Herbert Bloch äh, hilft mir hier und er sagt: äh, Timothy David Noakes von 1949 ist ein südafrikanischer Sportwissenschaftler, ein Emeritius. Und er hat an der Universität in Cape Town äh, jetzt hier emeritiert. Und wo habe ich das her mit Neuseeland? Habe ich das geträumt? Oder, oder vielleicht kommt das da irgendwo her? Aber Dankeschön, geboren 1949, Tim Noakes. Und er hat ein, ein Standardwerk geschrieben: The Law of Running. Das ist ein Riesenwälzer. Wer sich für Laufen interessiert, kann sich das mal schenken lassen an Weihnachten. Und sich auch einen Namen gemacht in der Theorie übers. Trinken im Sport, da kriegt man auch mal diesen Namen immer weiter mit. Central Governor, wie kann man das jetzt verstehen? Also wir verstehen an der Stelle, weil ich ja auch sage, ähm, hier Pacing ist, ist Erfahrung, also was ist damit gemeint? Das Gehirn will ja unser Überleben sichern und ähm, greift auf Vorerfahrungen zurück. Wenn, wenn das Gehirn weiß, aha, der rennt jetzt hart am Anschlag, der erstickt gleich, aber äh, das ging jetzt immer gut. Das hat der, das macht er jeden Sonntag und es geht immer gut, dann sagt das Gehirn, alles klar, lass den machen. Also das heißt, da steckt viel Vorerfahrung drin. Ich habe das jetzt ein bisschen veralbert sozusagen, aber das Gehirn regelt das sehr an ganz vielen Stellen. Können wir das annehmen, dass das Gehirn weiß, was los ist? Ja. Und ähm, Jetzt lasst uns mal Beispiele finden, wo man das begreifen kann, ob das stimmt. Also wir hatten ja praktisch das Beispiel von dem Marathonläufer, ne? der wirklich nicht mehr kann. Und dann sieht er auf einmal, oh, letzter Kilometer, Publikum oder äh, mein Erzfeind rennt vorbei, auf einmal geht wieder was. Ja? Äh, das heißt, hier ändert sich die Motivationslage, Gegner rennt vorbei, äh, es ändert sich die Bewertung des Gehirns, schaffe ich das bis ins Ziel, ohne zusammenzubrechen. Ich bin ja jetzt schon am letzten Kilometer, also wird schon gut gehen. Ja? Wird nochmal was mobilisiert. Ich erreiche den Zielstrich, kann kaum noch gehen. Das macht auch das Gehirn, ja, was soll das jetzt noch? Ne? Also die äußere Motivation bricht zusammen und jetzt machen wir halblang. Das kann man jetzt in dem Moment verstehen. Während du jetzt äh, im Ziel bist und unter Schmerzen vielleicht langsam äh, zur Verpflegungsstelle humpelst, wenn da dich jetzt irgendwie so ein Pitbull Terrier von hinten anfällt, auf einmal kannst du wieder rennen. Ja, man kann ja nicht sagen, der Athlet hat jetzt einfach nicht keine Energie mehr oder das hat was mit dem Laktat zu tun, sondern das ist das Gehirn regelt. Das. das ist die Theorie von Tim Noakes. Es wird praktisch permanent überprüft, wie weit ist es noch bis ins Ziel und wie beschissen darf sich das jetzt hier anfühlen. Und genau diese Gleichung machen wir als Sportler ja die ganze Zeit dass wir sagen, wie hart ist es jetzt und reicht es bis ins Ziel? Und wir haben ja auch alle so Strategien drauf, dass wir versuchen, diesen unseren Gehirn als zentrale ähm, Regelstelle äh, zu überlisten, indem wir solche Tricks machen und so, ja, es ist ähm, äh, nur noch bis zur Ver der Verpflegungsstelle da vorne. Ne? Ich renne nur bis da vorne und da gibt es ja dann was und so und dann sehe ich weiter. Das funktioniert. Das sind psychische Strategien, die funktionieren, ja. Oder ich, ich hänge mich da jetzt an den dran. An den hänge ich mich dran und dann, ne, dann kann man praktisch auch ein bisschen psychische Energie äh, mobilisieren. Ich möchte gar nicht so sehr viel tiefer in diese Theorie eingehen. Es ist eine Theorie, die das nicht äh, alleine beschreibt, sondern sicherlich hat was äh, auch das Ganze zu tun mit unseren Energiefüllständen und und Trainingszustand und ich bin kein Freund von der Behauptung, so es ist alles Kopfsache und es ist nur, wer am meisten gekämpft hat, so ähm, ist der Hero, sondern was du nicht in den Beinen hast, wenn du komplett leer bist oder so, da, damit kannst du auch nicht kämpfen. Also es hat schon wirklich auch eine, eine physische, körperliche Seite, das Ganze, und das Mentale wird häufig übertrieben. Ja, wir können keine Wunder vollbringen, nur weil es der Kopf will. Auf der anderen Seite muss man auch akzeptieren, dass ähm, Schmerzresistenz ist ein Teil der Fitness. Also ein, ein Marathonläufer oder eine Marathonläuferin, was die am Schluss auch für Schmerzen durchstehen. Das, das wissen nur Leute, die das selber schon gemacht haben. Und das hat auch äh, Paula Newby Fraser über Iron Man gesagt. Die Leute, die da alle klatschen, applaudieren und so. Das ist toll und das ist auch gut und man freut sich drüber, aber die wissen nicht, wie hart es wirklich ist. Und ähm, Sportlerinnen und Sportler haben das gern, wenn sie Betreuer haben an der Strecke, die sich um sie kümmern, die das nachempfinden können, ja? wie, wie mies das gerade ist. Ähm, im Großen und Ganzen ist das, was man, was man tut auf den letzten Kilometern, ja, sagen wir mal auf den letzten 10, 20 auf einer Triathlon-Langdistanz oder auf etwas kürzere Strecke, jetzt im äh, Marathon die letzten 10 Kilometer ähm, oder auf einer Halbdistanz, ist eigentlich äh, die Schmerzen handeln. Das ist das, was wir da tun. Das Tempo ist nicht das Problem. Ja, wir auf einer, auf einer Langdistanz oder beim Marathon, das haben wir alle zigmal geübt, das ist. Das ist nicht so wild, aber die, die Schmerzen, diesen äh, Schmerz heißt ja, hör auf, lass es sein, mach langsamer, vermeide das. Ne? Das ist eine Sache, die im Gehirn produziert wird. Das ist der Central Governor, der Schmerzen produziert und es ist ähm, eine, eine empörende Art des Dopings wäre, wenn man ein Schmerzmittel hätte, das einem das nimmt. Ne? Das ist ja, dann ist ja der Witz vorbei. Und wo eignet man sich diese Schmerzresistenz an? Es ist ein Teil der Fitness, das macht man im Training. Dafür sind die Tempo-Dauerläufe gut, dafür sind die Wettkampfspezifischen Intervalle gut, dafür ist es gut ähm, überall, wo man sich durchbeißt, ja, im Training, wo man von der Regenfahrt nach Hause kommt äh, und diese ganzen Sachen, die sind ganz wichtig, weil die zeigen dem Gehirn, äh, du bist da durch und du bist nicht bei draufgegangen, es geht, ja und es erfordert aber auch, dass man ähm, eine positive Erfahrung damit verknüpft. Jetzt, es muss am Schluss muss es immer gut gehen. Und das ist wichtig, wenn man beispielsweise sein Wettkampftempo einschleift für Marathonläufer oder Marathonläuferinnen, ist, dass man schon weiß, wo man hin will. Beispielsweise, man will drei, die drei Stunden knacken, dann hat man Wettkampftempo von 4 Minuten 15 auf einen Kilometer. Und da soll man schon hin, aber man muss gucken, dass wenn man das läuft, vielleicht äh, 4x5 Kilometer oder so, dass man sich da gut fühlt. Am Schluss muss das Gehirn wissen, ah, ich kann das und guckt nicht zu viel auf die Uhr, sondern das ist eine wichtige Aufgabe, die man da hat. Ne? Das Gehirn so ein bisschen hm, zu sagen, du kannst das. Also fühl dich gut, stark finishen ist so eine, eine Leitformel da dran. Und das hat zu tun mit dem, wie der Körper mit Ermüdungen umgeht. Und ich gucke gleich noch in den Chat, was ihr geschrieben habt. Ich will vielleicht noch eine, eine Anekdote aus, ähm, äh, wo ich mal einen, einen Tankfahrt schockiert habe, wo ich gehe immer zur gleichen Tanke und kaufe da äh, Müsli-Riegel dann irgendwie auf, auf einer bestimmten Strecke, wo ich ständig fahre, in Neuenburg. Und ich, es war kalt, es hatte nur ein paar Grad, ich war klatschnass, es, ging, es war wirklich hart. Und ähm, der hat mir das später noch erzählt, der hat gesagt, dass er das echt total krass fand. Aber ihr kennt alle solche Geschichten und könnt alle so Geschichten erzählen. Ich war ein Häufchen elend. Und äh, der hat zu mir gesagt, Mann, dass du da jetzt Rad fährst und so, das ist echt richtig, äh, und so, Mann, Mann, Mann. Und ich habe den angestrahlt und gesagt, das sind die Tage, die den Unterschied machen. Ja? Bei schönem Wetter trainieren alle und heute ist der Tag wo ich das Rennen gewinne und so. Also ich habe es nicht ganz so gesagt, weil ich gewinne ja keine Rennen. Aber wisst ihr, was ich meine? Das sind die Tage, die einen Unterschied machen. Und irgendwann brauchst du es. Und man kann sowas auch in Studien erfassen, dass man ähm, dann, wenn man Topform hat, dann ist man immer auch am schmerzresistentesten. Also ja, ich glaube an der Stelle mache ich mal einen Punkt. Äh, sich da durchquälen, mit Schmerzen umgehen, Central Governor, ne, das ist eine wichtige Sache. Der Körper will wissen... Was, wie, wie, wie viel Schmerz kann ich aushalten und vertragen. So, haben wir erklärt, wo sind wir in der Zeit? Fußball läuft schon, 20 Uhr 1, sagt meine Uhr. Wollen wir auch Schluss machen? Ich will gerne noch ähm, in den äh, Chat reingucken, um das äh, hier zu würdigen. Florian ist unser Zuschauer und sagt, ich sehe gerade wieder, wie wichtig auch die Zahlen sind. Meine VO2 Max ist um ein paar Punkte gestiegen. Und ich merke direkt, vor allem beim Schwimmen und Radfahren, dass in den Intervallen weit mehr geht. Und er ergänzt noch, wenn dann der Kopf aber auch stark ist, geht natürlich umso mehr. Und das Thema war Ermüdung. Und natürlich haben wir nicht alles gesagt zu dem Thema, sondern uns ein paar Sachen rausgegriffen. Aber ich finde es immer mal wieder spannend, wie komplex die Maschine ist. Und an der Stelle sage ich Tschüss, Dankeschön fürs äh, Zuhören und fürs Zuschauen. Danke, dass ich das hier für euch machen darf. Danke für eure zahlreichen Kommentare jetzt während der Sendung oder auch später. Gebt mir gerne einen Daumen hoch, wenn ihr mögt. Und ansonsten sehen wir uns wieder wie immer Donnerstag 19 Uhr live. An dieser Stelle macht's gut. Bis dann. Ciao.